Ein neuer Tag auf Schloss Wilhelmsburg in Schmerkalden. Und wie ihr an meinem extravaganten Kleidungsstil unschwer erkennen könnt, möchten wir euch heute mal wieder hinweisen auf unsere kleine Kabinettausstellung mit Kleidern aus der Zeit des Barock und des Rokoko. Heute bin ich im Übrigen verabredet mit Madame Comtesse de Pergy, die uns was erzählen wird über das An- und Ausziehen von Kleidern eben in dieser Zeit. Eigentlich wollte sie schon längst da sein, aber sie hat sich offensichtlich verspätet. Bonjour. Wie Sie sehen, trage ich bereits das Unterkleid, was man früher trug, mit den passenden Strümpfen, und ansonsten trug die Dame nichts weiter. Dieses Unterkleid wurde im Sommer 3 bis 4 Mal täglich gewechselt, weil die Oberkleider sehr schwer zu reinigen waren. Meine Kammerzofe Claudia wird mich jetzt in mein wunderbar enges Korsett hineinschnüren, was lange dauert und sehr unangenehm sein kann. Und bitte. Eine schöne Wespenteile formt. Dieses Korsett wurde den Mädchen ab dem Alter von 3 Jahren angelegt und führte auch dazu, dass die Rippen nach innen wuchsen und Schwangerschaft und Geburt ein Torturium waren. Und manchmal die Kinder tot zur Welt kamen. Tja, sorry, sie ist irgendwie immer noch nicht da. Deswegen erzähle ich euch jetzt noch mal was. Wir nehmen einfach mal die Männermode der frühen Neuzeit. Tja, im 16. Jahrhundert blickte man auch ganz gespannt nach Spanien. Denn es war die spanische Hofmode, die absolut hip war. Kaiser Karl V., er war der Held seiner Zeit. Ganz in Schwarz gekleidet, mit den Seidentüchern und den großen Halskrausen. So Pi mal Daumen ab 1580 begann dann das goldene Zeitalter in den Niederlanden. Und auf einmal schaute man ganz gespannt nach Holland, was denn modetechnisch so ging. Es war die Offiziersmode mit den schweren Lederstiefeln, die bis über die Knie reichte. Aber nach dem 30-jährigen Krieg wurde langsam aber sicher Paris zur Modehauptstadt dieser Welt. Kein anderer als Ludwig XIV. Von Frankreich, der olle Sonnenkönig von Versailles, er prägte eine Mode seiner Zeit wie kein zweiter. Der Barock war geboren. Wie Sie sehen können, bin ich bereits salonfähig. Es hat nur einige Stunden gedauert. Das Schnüren des Korsetts dauert seine Zeit. Das Einschnitten in das Kleid dauert seine Zeit. Das Schminken dauert. Die Frisur dauert sehr, sehr lange. Da wurden Hochfrisuren gemacht mit Pferdehaar verstärkt. Konnten Spielkarten im Haar stecken. Es konnten ganze Schiffe im Haar sein. Da wurde sich sehr, sehr viel Zeit genommen für die Frisur. Die Dame zog sich auch oft tagsüber mehrmals um. Zur Abendgesellschaft, zum Ball wurde wieder ein anderes Kleid getragen. So langsam aber sicher könnte die holde Damenwelt mal erscheinen. Aber wer kommt denn da? Grüß dich, mein lieber Sven, du kommst mir wie gerufen. Ich habe nämlich wieder mal ein juristisches Problem. Wir gehen heute vermutlich verspätet auf Sendung. Haben wir da irgendwelche juristischen Konsequenzen zu befürchten? Dafür kriegst du heute von mir mal eine typische, sehr, sehr ungeliebte Juristenantwort. Es kommt darauf an. Tatsächlich muss ein Schaden ersetzt werden, der daraus entsteht, dass sich jemand verspätet, wenn sich der andere dazu verpflichtet hat. Aber es gibt sogar Konstellationen, wo jemand den Schaden ersetzen muss, der möglicherweise gar nicht entstanden ist. Die Deutsche Bahn muss für Verspätungen bezahlen. Fluggesellschaften müssen für Verspätungen zahlen. Und du musst natürlich auch dem Finanzamt Zinsen zahlen, wenn du zu spät deine Steuern zahlst. Aber was du vielleicht nicht weißt, wenn du vom Finanzamt Geld kriegen sollst, muss das Finanzamt, wenn es zu spät an dich zahlt, einen sehr, sehr hohen Zinssatz zahlen. Deshalb im Moment die allerbeste Geldanlage und die sicherste in Deutschland ist es, wenn der Staat dir Geld schuldet. Danke dir, mein lieber Sven. Und ich bin beruhigt, weil ich ein neues Geschäftsmodell habe. Denn wenn die Damen nicht kommen, dann kann ich hier kündigen. Ganz zum Schluss kommen wir noch zum Schmuck. Das wichtigste und teuerste Accessoire in der barocken Zeit. Er war opulent, dekadent, aus Gold, aus Silber, mit Rubinen, mit Edelsteinen. So ein Collier aus reinen Diamanten konnte schon mal ein kleines Schloss kosten oder so viel wie eine ganze Kuhherde. Deshalb war der Hochadel auch sehr erfreut, als die Glassteine in Mode kamen. Dann hatte man nämlich mehr Geld in der Tasche. So langsam aber sicher könnte sie mal kommen. Huhu, hier sind wir schon. Aber die Gäste, sie warten doch aufs An- und Ausziehen. Das ist doch alles schon erledigt. Die Damen sind salonfähig. Oh, das war dann wohl ein Missverständnis. Aber bevor ich euch entlasse,
Freitagabend, 19 Uhr, Schloss Innenhof mit The Goodies, beste Rockmusik. Eintritt frei, nur ein Getränkegutschein in Höhe von 5 Euro wird erhoben. In dem Sinne, bis demnächst auf Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden.